No, das langsame Theater der Samurai. Ein rätselhaftes Gesamtkunstwerk aus dem alten Japan. Eine Sendung von Matthias Richard Entriss. Vor uns liegt eine Nottheaterbühne. Mit langsamen Schritten von links über den langen Steg zur Bühne schlurfend in tiefer Stille bezieht der als Waki bezeichnete Nebendarsteller den ihm zugewiesenen Platz auf der teilweise überdachten Spielfläche, wendet sich dem Auditorium zu und psalmodiert mit dem Ausdruck tiefen Ernstes die Einleitung. Rechts hatte bereits zuvor der Tsure, der zweite Hauptdarsteller, prächtig in weiblichem Gewand und mit der Maske einer jungen Frau seine Stellung bezogen und sitzt dort so reglos, dass er beinahe unsichtbar wirkt. An der Rückwand die vier Musiker, mit Blick von rechts auf die Bühne, seitlich der Chor. Ich bin ein Hofbeamter im Dienste des abgedankten Kaisers Shirakawa. Mein Herr hegt eine besondere Vorliebe für die Chrysanthemenblüte und züchtet Chrysanthemen in großer Zahl. Und nun gibt es hier einen Mann aus dem gemeinen Volk, der Gärtner aus Yamashina genannt wird. Dieser Mann soll gnädigerweise das Antlitz einer Hofdame angesehen haben und ist, jede Ehrfurcht vergessend, in Liebe zu ihr entbrannt. Ich will ihn herbeirufen lassen und ihn dazu befragen. No-Theater, das alte japanische musikalische Theater, welches die Samurai-Klasse als adäquate künstlerische Repräsentation ihrer Tugenden erwählt hatte, was kann es Fremderes für ein Publikum geben, das sich, grob gesagt, durch die Werke Beethovens und Goethes repräsentiert fühlt? Aber für das Gastspiel des berühmten Ensembles der Umewaka Kenokai Foundation aus Tokio am 3. September 2019 im Großen Saal der Berliner Philharmonie, unter anderem mit dem Stück Koi no Omoni, die Last der Liebe, waren die Karten schon früh ausverkauft. Viele Zuschauer mussten zurückgewiesen werden. Ich möchte das No-Theater nicht aus der Perspektive der Fremdheit, Ferne und Befremdung betrachten, sondern versuchen herauszufinden, warum es dem Publikum so einen großen Genuss vermittelt. In Koi no Omoni, die Last der Liebe, dessen Beginn schon zu hören war, passiert als nächstes dies. Die Hofdame erfährt von dem Leiden des Gärtners und lässt ihm eine scheinbar leichte Aufgabe auferlegen, mit einem Paket der Last der Liebe den Garten zu umkreisen. Dann würde sie sich ihm wieder zeigen. Im Folgenden lässt der Hofbeamte, der im Textbuch aber mit Waki, seinem Rollenfach, bezeichnet wird, den Shite, den Hauptdarsteller, der die Rolle des verliebten Gärtners darstellt, rufen. Auch hier geht alles mit einer äußersten Langsamkeit vor sich, die alle Vorgänge ins Unwirkliche verfremdet. Aber die Sprechweisen der drei Rollen sind sehr verschieden. Der Hofbeamte, also der Waki, befiehlt dem Aikyo-Genspieler, der stets eine weltlich komische Nebenfigur darstellt, hier als Diener, den Shite, den Gärtner, zu rufen. Der Waki: Hey da, jemand zu mir! Der Diener: Hier, zu Ihrer Verfügung.
sage dem Gärtner von Yamashina, er soll hierher kommen. Der Diener: Jawohl, verstanden. Der Diener ruft: Heda, Gärtner aus Yamashina, bist du da? Und der Ste, der Gärtner, antwortet in tiefer Betrübnis: Wer ist denn da? Diener: Ihr sollt rasch zu meinem Herrn kommen, so soll ich euch ausrichten. Der Ste wieder: Ich habe verstanden. An diesem kleinen Beispiel kann man sehen, dass bei aller Künstlichkeit des musikalischen Sprechens den jeweiligen Rollen unterschiedliche Sprachmelodik zugeordnet ist. Vergleicht man übrigens diese oder andere Passagen mit anderen Aufnahmen, findet man Übereinstimmung in der Stimmführung. Ist das Sprechen also komponiert? In gewisser Weise, denn man nutzt für die melodische Gestaltung ein festes Repertoire von Intonationsmodellen, die dem Text angepasst werden. Der große Unterschied zwischen japanischer und europäischer Gesangsgestaltung liegt in der Klangfarbe, die ein großes Ausdrucksspektrum abseits von belkantischer Brillanz pflegt. Es ist eine musikalische Dimension, auf die ein europäischer Hörer sich erst einmal einlassen muss, um diesen Reichtum schätzen zu lernen. Im folgenden Abschnitt, eine gemächliche Steigerung von etwas mehr als 5 Minuten, teilen sich der Chor und der Ste den Text des Gärtners. Dieser hat nun erfahren, dass er mit dem Paket der schweren Last der Liebe 100, ja 1000 Mal den Garten umkreisen muss, um das Antlitz der Hofdame wiedersehen zu dürfen. Auch wenn es eine schwere Last ist, bis wir uns begegnen, ein Lastenträger der Liebe möchte ich werden. Wer tat den ersten Schritt auf dem Weg der Liebe? Auf ihm sind wohl viele Menschen in die Irre gegangen. Wie zutreffend ist da doch der Name: Schwere Last der Liebe. Thank you.
Wahrhaftig, ich kann sie nicht heben, diese Last hier. Die vorliegenden Aufnahmen von »Die Last der Liebe« stammen aus einem Gastspiel des berühmten No-Ensembles der Umewaka Kenno Kai Foundation aus Tokio, Oktober 1993 in München, damals mitgeschnitten vom Bayerischen Rundfunk. Als dieses Ensemble, teilweise noch mit denselben Darstellern oder deren Nachfolgern von damals, im September 2019 nach Berlin kam, wurde kein professioneller Mitschnitt gemacht, aber ich hatte die Gelegenheit, mit einigen der Künstler Interviews zu führen. Yasuda Noboru, Herr Yasuda, der Familienname steht in Japan vorn, spielte in Berlin den Waki in Die Last der Liebe und ich fragte ihn nach der Funktion seines Rollenfachs. Da er in diesem Stück die Handlung anstößt, hielt ich ihn für eine Art Spielführer. Aber er hat viel mehr mit dem für das No-Theater typischen Inhalt, nämlich der Begegnung mit der Geisterwelt bzw. mit dem Unheimlichen, dem Übermenschlichen zu tun. Das japanische Wort Waki kommt von Wakido, trennen. Also normale Menschen sehen ja nicht die Geister aus dem Jenseits, aber der Waki, der gerade auf der Trennlinie steht, kann sie mit den Menschen im Diesseits in Kontakt bringen. Das heißt, die erste Funktion vom Waki ist, den Diesseitigen die Lebewesen des Jenseits zu vermitteln. Aber die zweite wesentliche Funktion ist, dass der Waki in der Lage ist, die Wesen aus dem Jenseits herbeizuholen. Das heißt, der Waki ist im No-Spiel mit einer besonderen Begabung ausgestattet. Jeder Darsteller im No ist fest an sein Rollenfach gebunden. Warum hat er dieses gewählt? Ich bin von Natur aus so, dass ich selbst nichts ausdrücken möchte, sondern ich möchte andere Menschen unterstützen. Und deshalb unterstütze ich auch im Alltag Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Ich bin ein Unterstützer. Indem der Chor sich den Text der Hauptperson mit dem Darsteller teilt, wird die Handlung in ungewohnter Weise abstrahiert, besser überhöht. Ja, No ist abstrakt und das kann ich folgendermaßen erläutern. Wir haben ja alle ein Herz und mit dem Herzen fühlen wir. Aber das Herz wandelt sich. Es kann ja sein, dass ich heute jemanden mag, aber nächstes Jahr mag ich einen anderen Menschen. Was aber No ausdrückt, ist nicht dieses wankelmütige Herzensgefühl, sondern das Tiefere, das Abstrakte, das Mögen an sich. Dieses Abstraktum will das No-Theater darstellen. Das Stück heute handelt ja von Liebe. Und da denkt man in erster Linie immer an die jugendliche Liebe. Aber hier geht es um eine Liebe der Senioren. Im Japanischen wird Liebe englisch oft mit Love übersetzt. Aber eigentlich heißt das japanische Wort für Lieben auf Englisch nicht to love, sondern to beg. Also um etwas bitten, sich erbeten, sich wünschen. Und das wird in dem Stück dargestellt. Einmal daran gescheitert, die Last zu heben, reflektiert der Gärtner, und der Chor übernimmt nach einigen Zeilen, über das Leiden an der Liebe. Die gutturalen Ausrufe darin stammen von den begleitenden Musikern. Sie erscheinen wie Zeichen des Mitgefühls in Momenten erhöhter Spannung. Schwer ist sie zu meistern, wie ein hoher Berg. Die Tiefe der Liebessehnsucht ist wie das tiefe Meer. Beides ist ja doch nicht einfach zu erreichen. Wahrlich, selbst geistig unbedeutend wie ich bin, verbringe ich mein Leben in dieser unreinen, unbeständigen Welt und verzehre mich in einer sinnlosen Liebe. Oh.
Dann nimmt der Chor die Rolle eines Betrachters ein. Um seine Liebesqualen ein wenig zu lindern, spricht er klagende Worte, flüchtig wie der Tau im Abendwinde. Die Abenddämmerung zieht rasch herauf. Ob er die schwere Last der Liebe wird tragen können? Während der Waki gewöhnlicherweise keine Maske trägt, liegt vor dem Gesicht des Shte, des Hauptdarstellers, eine kunstvoll geschnitzte Holzmaske. Diese Maske, die etwas kleiner ist als das menschliche Gesicht, lässt am Wesen der jeweiligen Rolle keine Zweifel. Sie nimmt der Figur das Individuelle und erhebt sie zur Darstellung eines Typus. Die Nuancen der Darstellung verbleiben bei der Kunst des Spielers. Der Gärtner in Die Last der Liebe ist im ersten Teil ein alter Mann. Seine Maske zeigt einen ernsten Ausdruck, hat straffe Gesichtszüge und einen buschigen Schnurrbart. Ich fragte den Shte-Darsteller Hasegawa Hirohito, wie es sich anfühle und welche Bedeutung es für ihn habe, eine Maske zu tragen, die es ihm doch unmöglich mache zu sehen. Wenn man eine No-Maske trägt, dann ist man nicht blind, aber es fühlt sich an, als ob man sich in einem sehr dunklen Raum befindet. Also es gibt eine kleine Öffnung, man sieht schon etwas, aber in dieser fast Dunkelheit wird die innere Konzentration stärker. Und das ist dann so. Weil ich quasi in der Dunkelheit spiele, geht die gesamte Gestik, die ich dann vollführe, und die Musik, die ich dann höre, ganz in mich hinein. Also wir spielen nicht, um dem Publikum etwas zu zeigen, sondern es ist dann eher so, dass wir die Gestik, die Musik, alles in uns neu ordnen und dem Regelwerk des No-Theaters anpassen. Mit den Masken und dem strengen Regelwerk sind der individuellen Gestaltung noch ziemlich enge Grenzen gesetzt. Ich fragte Herrn Hasegawa, was das Spiel eines Shte unverwechselbar mache. Wenn man die Grundhaltungen beherrscht, entwickelt sich ja in einem drin etwas Neues. Und das wird, glaube ich, letztendlich zu meinem eigenen Stil. Es ist keine bewusste Stilentscheidung, sondern es kommt irgendwie mit der Zeit, ganz natürlich. Denn wenn man bewusst etwas verändern will, stört man die Harmonie auf der Bühne. Und das sehe ich auch bei all meinen Kollegen, dass sich irgendwie deren eigener Stil entwickelt hat. So wie sich bei mir ganz von innen, ganz natürlich, auch mein eigener Stil entwickelt. Zum Ende des ersten Teils von Die Last der Liebe gibt es im Wechselgesang zwischen dem Shte und dem Chor eine heftige Steigerung. Der Chor fordert: Hebe sie hoch, die Last, wie der Bote des Kaisers die Truhe zu befördern pflegt. Von ganzem Herzen und im Wissen, dass es für deine Herrin ist, heb sie doch hoch, Mann von niederem Stand. Der Gärtner erkennt die Unmöglichkeit seines Begehrens. Da mein Stand unbedeutend und schwächlich ist, ist es vergeblich. Ich bin bereits ein Sklave der Liebe geworden. Ich will nicht jammern, wenn ich daran sterben würde. Musik
Er versucht es ein letztes Mal, aber er kann die Last nicht heben. Weil sie mich in Liebesverwirrung gestürzt hat, soll sie meinen Groll zu spüren bekommen. In tiefer Stille verlässt der Ste die Bühne. Die tiefsinnige Fremdheit des Nottheaters, dessen strenge Regeln an stoische Zeremonien erinnern, bezieht ihre fesselnde Wirkung auch aus der kulturellen Tiefe und ihrer langen Überlieferungsgeschichte. Die Last der Liebe stammt von Tseamimo Tokio, der von 1363 bis 1443 lebte. Das Stück ist etwa 600 Jahre alt. Tseami und sein Vater Kanami gelten als die Schöpfer und wichtigsten Theoretiker des Nottheaters, das aber eine lange Vorgeschichte bis hin zu mittelalterlichen Volksbelustigungen hatte. Herr Hasegawa erläuterte den kulturellen Status so. Wenn man in der japanischen Geschichte zurückschaut, dann stellt man fest, dass das No-Theater besonders bei der Kriegerklasse, also der Samurai-Klasse, beliebt war. Insofern war es kein allgemeines Kulturgut, sondern ist von einer kleineren Gruppe bevorzugt worden. Es war nicht bloß aristokratisch. Die Kriegerklasse hatte ja in der Edo-Zeit eine politische Rolle und stand dem Volk sehr nahe. No ist schön, aber nicht nur schön, sondern auch sehr körperhaft. Die Krieger müssen auf ihre Körper achten, also fleißig trainieren. Und diese Körperhaftigkeit und die Religiosität der Kriegerklasse haben, glaube ich, stärkeren Anteil im No als das aristokratische. Die No-Theaterkunst, wie so manche anderen asiatischen Aufführungskünste, schlängelte sich durch eine wechselvolle Geschichte, hatte während der Edo-Zeit, 1603 bis 1868, ein sehr exklusives Publikum, nämlich die Angehörigen der Herrscherklasse, die Shogune und die Samurai-Fürsten. In der Meiji-Restauration ab 1868, die eine Verwestlichung des politischen Systems und die Entmachtung der Samurai, deren hohe Bildung aber auch dem neuen Staat nützlich war, mit sich brachte, definierte sich No neu als unabhängige Theaterkunst, die zwar offen für alle Bürger war, nun aber ohne ihre privilegierte gesellschaftliche und finanzielle Basis auskommen musste. Dass sich No bis heute erhalten hat und dem japanischen Publikum nicht unzugänglich zu sein scheint, erkläre ich mir auch durch die Klarheit der Regeln, der Spielregeln auf dem unabänderlich definierten Spielfeld, wie auch aller künstlerischen Mittel. Diese mögen aus der Sicht der westlichen Kultur vielleicht stark reduktionistisch erscheinen, aber da sie eine Sensibilität für die zahllosen Nuancen fordert und ausbildet, nimmt man sie als etwas ganz besonders Wertvolles in Besitz. Und No ist kein Fremdkörper in Japan, das schließlich auch der Ursprungsort des Sumo-Ringkampfs ist, wo Geist und Kraft eins werden und wo das seltsame ereignisarme amerikanische Baseball weitaus erfolgreicher ist als Fußball. Das sind sehr zeremoniell wirkende Sportarten. Der Waki spricht zum Tsure, der die Hofdame darstellt und der von Beginn an bis jetzt auf seinem Platz rechts von der Hauptspielfläche ausgeharrt hat.
Ich habe euch eine Mitteilung zu machen. Der Gärtner aus Yamashina hat die schwere Last nicht heben können und ist im kaiserlichen Garten aus dem Leben geschieden. Der heiße Wunsch eines Menschen von solch niederem Stand ist furchteinflößend. Tretet doch einen Moment heraus und werft bitte einen Blick auf die Gestalt jenes Mannes. Der Plan der Hofdame, den Gärtner mit einer untragbar schweren, aber zierlich verpackten Last von seiner unstatthaften Verliebtheit abzubringen, ist also gescheitert. Die Hofdame lässt sich am Grab, auf der Bühne symbolisiert durch die noch immer dort liegende Last, nieder. Die Liebe, ach, die Liebe. Man sollte nicht so leichtsinnig mit der Liebe umgehen. Durch die Liebe kommen Menschen zu Tode, nicht wahr? Wie bedauerlich ist doch jedes Menschen Seele. Traditionell werden im No alle Rollen mit Männern besetzt. Die jeweilige weibliche Rolle wird mit Maske und Kleidung erkennbar. Aber in der Berliner Aufführung 2019 war, anders als in München 1993, diese Rolle mit einer jungen Frau, Umewaka Norika, der Enkelin des Meisters Umewaka Mansaburo III., besetzt. In dem Reportagemitschnitt aus der Aufführung: Die Hofdame will sich nach dem Blick auf den Leichnam erheben, bleibt aber wie angewurzelt sitzen, klingt das so. Ach, wenn ich mich erheben will, werde ich wie von Felsblöcken niedergedrückt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erheben. Wenn ich als einzige Schauspielerin sozusagen auf eine Männerbühne komme, dann kann es passieren, dass dort etwas Fremdes, eine fremde Atmosphäre entsteht. Und das möchte ich natürlich vermeiden und mich trotzdem dort als Schauspielerin einbringen. Mein Großvater hat zu mir gesagt: Du bist eine Frau. Du sollst nicht die Männer nachmachen. Du kannst mit deiner eigenen weiblichen hohen Stimme sprechen oder singen. Hat sich schon eine Art weiblicher Stil beim No ausgebildet?
Ich glaube, dass sich noch kein eigener weiblicher Stil weder im Tanz noch im Gesang entwickelt hat. Auch vor mir gab es schon sehr, sehr gute, fähige Schauspielerinnen. Aber jede hat für sich erst mal versucht, ihren eigenen Stil zu entwickeln oder herauszufinden, wie sie überhaupt sein sollte in der Nu-Welt. Also erst mal ging es um mehr Denkarbeit. Und auch ich bin jetzt noch auf der Suche. Beispielsweise möchte ich als Schauspielerin ja meine Weiblichkeit auch als Teil meiner Persönlichkeit oder Individualität nutzen oder einsetzen. Aber es gibt andere Nu-Schauspielerinnen, die sagen, ich möchte genauso werden wie die Männer. Eine wichtige Frage ist gewiss die nach der Ausbildung. Die Aufführungsstile und die vielen Nuancen der Darstellung kann man sich weder anlesen noch in der Klasse lernen. Es ist die persönliche Arbeit mit dem Lehrer, den man kopieren muss. Frau Umewaka Norika ist in einer der prominentesten No-Theater-Familien aufgewachsen. Die Ausbildung beginnt, Sie haben gesagt, mit Kopieren. Wir sagen lieber, wir stehlen das, was der Meister macht. Wir stehlen das Können des Meisters. Und nachdem wir es gestohlen haben, können wir es erweitern und unsere eigene Persönlichkeit oder Denkweise dort hineinbringen und dann unseren eigenen Stil entwickeln. Bei dem Stehdarsteller Hasegawa Hirohito liegt die Sache anders. Ich selbst bin nicht in eine traditionelle No-Familie hineingeboren worden. Mit 18 habe ich den Meister aufgesucht und bin dort in die Lehre gegangen und habe natürlich von ihm viel gelernt. Zum Beispiel von dem Stück heute gibt es ein Buch, in dem die einzelnen Grundhaltungen drinstehen. Ich habe das Buch genommen, habe die ganzen Grundhaltungen, also die Tanzschritte, eingeübt. Das habe ich dann meinem Meister gezeigt und der hat mich verbessert. Außerdem habe ich natürlich auch andere Kollegen, Schauspieler gefragt, die mir ebenfalls gesagt haben, was ich anders machen soll. Und so habe ich mir das angeeignet. Dass man die Musik im No alleine hört, ohne ihre die Gesänge und Rezitationen begleitende Funktion, passiert allenfalls zu Beginn eines No-Spiels oder bei Tänzen oder, wie hier, beim Auftritt des Totengeistes des Gärtners. Das Begleitensemble besteht aus 4 Musikern, einem Flötisten und 3 Trommlern, wobei die Kotsutsumi eine kleine Sanduhrtrommel ist, die auf die Schulter gelegt wird und einen mittelhohen Ton macht. Die Otsutsumi ist eine etwas größere Sanduhrtrommel und wird in Hüfthöhe gehalten, aber sie klingt hell, hart und scharf. Diese beiden werden mit der Hand geschlagen, während die Fasstrommel Taiko mit kurzen, dicken Schlagstöcken gespielt wird. Das alles ergibt keineswegs ein Schlagzeuggewitter, wie schon zu hören war. Es werden nur Akzente gesetzt. Auch die Stimmen der Trommler kommen zum Einsatz mit wortlos kommentierenden, gleichsam mitfühlenden Ausrufen.
Es ist nicht leicht zu sagen, ob diese Musik nur rein funktional ist oder auch ein Eigenleben hat, auch im Vergleich zur Hofmusik Gagaké. Zum Glück konnte ich zwei der Musiker, die an dem No-Abend in der Berliner Philharmonie im September 2019 spielten, danach ausfragen. Herr Hisada, der die Schultertrommel spielte, erklärte: Auch das No-Theater ist ja ein Musiktheater, wie Oper oder Musical. Deshalb ist das No auch für uns eine Art Musik. Dagegen ist Gagaké eine Hofmusik und kein Ritual. In diesem Sinne hätte No-Musik eher rituelle Anteile. Steht die Musik denn für jedes Stück individuell fest oder wird sie bei jeder Aufführung neu erarbeitet? Es gibt sehr viele No-Stücke. Sie können ja unmöglich alle mündlich überliefert werden. Es sind mehr als 200 Stücke. Die werden natürlich mündlich überliefert. Aber es gibt auch so etwas wie Noten. Der Lehrling muss von dem Meister lernen, wie er nach diesen Noten die Stücke aufzuführen hat. Jedes Instrument hat quasi seine eigenen Noten, aber es gibt keine Gesamtkomposition. Und der Flötist, Herr Onodera, ergänzt: Bei der No-Musik geht es nicht darum, dass man gemeinsam spielt, sondern dass jeder mit seinem Part die anderen zieht und schiebt. Dadurch entsteht eine große Spannung. Und aus der Spannung entwickelt sich die Harmonie. Die Trommelschläge kommen vereinzelt. Die Musik fließt ja nicht. Sie bezieht sich ganz auf die Handlung und die Darsteller. Und jeder Musiker agiert nach den für sein Instrument festgelegten Regeln. Es ist die Sammlung der inneren Energie, die sich sozusagen in dem Laut, auch mit Stimme, wieder entlädt. Und daraus entsteht dann wieder ein Leerraum. Es ist immer dieser kontinuierliche Wechsel zwischen Energie aufladen, entladen und der Leere dazwischen. Die Musiker heißen auf Japanisch Hayashi, das heißt anfeuern. Und so werden Haupt- und Nebendarsteller unterstützt. Und dadurch wird die gesamte Bühnenkunst auf eine höhere Ebene gesetzt. Nun geschieht das, was sowohl das No-Theater als auch die ganze japanische Kultur durchsetzt, von der klassischen Literatur bis heute, man lese nur die Romane von Haruki Murakami, und bis zur Popkultur mit Mangas und Anime, die Geisterwelt bricht herein. Der Totengeist des Gärtners, versehen mit einer tief verrunzelten Maske mit zornigem Ausdruck und hüftlanger schneeweißer Mähne, kommt auf einen Stock gestützt langsam über den langen Steg auf die Spielfläche. Der Darsteller, 1993 in München wie 2019 in Berlin, ist der Großvater der jungen Norika, Umewaka Mansaburo III. Der Yoshino-Fluss durchschneidet die Felsen mit seinen strömenden Wassern. Ohne einen Laut bin ich aus Liebe gestorben. Und mein heißes, grenzenloses Verlangen hat mich zum Dämon gemacht. Doch es war sinnlos, denn unwahr waren des lügnerischen Weibes leere Versprechungen. Und der Chor? Wahrhaftig, wie töricht waren meine Gedanken. Thank you.
Es entbrennt ein angedeuteter Zweikampf zwischen Ste und Zure. Schließlich hebt der Totengeist des Gärtners die schwere Last der Liebe problemlos hoch und legt sie dem Zure, der Hofdame, auf die Schulter, die darunter zusammenbricht und die Geste des Weinens macht. Auch diese Aktion wird nur angedeutet. Nottheater, durch simultane Textprojektion zugänglich gemacht, überlässt mit seinen reduzierten Mitteln, vollkommener Klarheit der Handlung, starker Typisierung und künstlerischer Verfremdung, der mitfühlenden Fantasie des Zuschauers mehr als alle westlichen Aufführungskünste. Im glücklichsten Fall fühlt er sich hineingesogen, ja angekoppelt in eine andere, neue Welt der Werte, der Klänge und der Emotionen. Dies alles macht die Faszination von No aus. Und so endet die Last der Liebe. Der Totengeist besänftigt sich. Nun denn, lebt wohl, meine Dame. Um eure zierlichen Kiefern zu beschützen, will ich zum Schutzgott der Bäume werden und 1000 Jahre Schatten spendend euch beschützen.